Hier können wir das sehen, dass wir ihn schon ziehen können. Wir müssten hier das glutenfrei bringen. Ja, ist natürlich gut, dass wir jetzt hier Chemiker haben. 10 Gramm müssen noch rein. Wir haben hier eine wunderbare Schwarzwälder Kirschtorte. Sie duftet toll, sie sieht toll aus und sie schmeckt sicherlich auch richtig gut. Und die haben wir in der vergangenen Stunde gemacht. Und wie das funktioniert und was vor allem dabei chemisch abläuft, das könnt ihr euch jetzt hier in diesem Video anschauen. Und während ihr das anschaut, werden wir die verspeisen. Neben mir ist Professor Katharina Landfester. Sie wird uns das alles ganz genau erklären und ihr könnt mit dabei sein. Viel Spaß. Was ist der erste Schritt, wenn wir uns jetzt sagen, zu Hause stehen wir und wollen diese Schwarzwälder Kirschtorte machen? Was ist wichtig? Naja, ich meine, wir sind ja in Deutschland und in Deutschland ist alles reguliert. Es gibt tatsächlich einen Leitfaden. Beim Kirschwasser heißt es deutlich wahrnehmbar. Sie können sich selbst überlegen, was das bedeutet, deutlich wahrnehmbar. Das Rezept eigentlich ganz einfach. Für den Wiener Boden brauchen wir nur Eier, Butter, Zucker, Wasser, Mehl, Kakaopulver und Backpulver. Wir fangen doch am besten mal mit dem Teig an sich an. Und dazu wollen wir jetzt einmal zunächst auf die Reihenfolge uns genau mal konzentrieren. Auf der einen Seite werden wir einen Pizzateig machen. Auf der anderen Seite einen Keksteig oder ein nachher Wiener Boden. Das Mehl tun wir in beiden Fällen da rein. Bei der Pizza werden wir als erstes das Wasser reintun. Wir müssen hier das Gluten frei bringen. Das Gluten ist sowas wie der Kleber in dem Weizenmehl. Auf der anderen Seite werden wir als erstes hier Öl hineintun. Oder das Fett legt sich jetzt da drumherum und schließt das sozusagen ein. Das Gluten kann gar nicht mehr freigesetzt werden. Wir sehen das jetzt hier schon, ich hebe das mal hoch. Hier bröckelt der Teig. Das ist auch gewollt. Hier können wir das sehen, dass wir ihn schon ziehen können. Das heißt, hier haben wir jetzt schon das Gluten so weit freigesetzt, dass wir diesen typischen Pizzateig haben. Der Pizzabäcker macht das natürlich, das machen wir jetzt hier nicht. Ne? Das heißt, es kommt wirklich auf die Reihenfolge an. Und hier, das wird nie wieder zu einem Keksteig. Und wie können wir jetzt den Teig aufpusten? Ich würde sagen mit Backpulver. Backpulver können wir auf der einen Seite aufpusten und die zweite Möglichkeit ist aber, wir pusten ihn schon vorher auf. Wir schlagen einfach mal Eischnee. Nämlich solange in dem Topf noch ein bisschen Fett drin ist, funktioniert das nicht. Oder wenn das Ei klar hier nicht ganz deutlich getrennt ist von dem Eigelb. Was machen wir denn eigentlich beim Eischlagen? Wir haben hier zunächst mal schwimmen die Proteine hier rum. Und es ist ja völlig flüssig am Anfang gewesen, das hatten wir hier gezeigt. Und klar, deswegen eiklar. Das heißt, hier sind die zusammengefaltet, die Proteine sind flüssig und können sich nicht bewegen. Während wir anfangen zu schlagen, dann entfalten sich die Proteine, so wie dieses Band, und legen sich um diese Luftblasen, die wir jetzt in diesem Moment tatsächlich ja einbringen. Das heißt, hier puste ich sozusagen den Teig vor dem Backen auf. Das sieht ja noch ein bisschen wenig aus. Stimmt, ja. Vielleicht wollen wir das ein bisschen mehr machen. Da fragen Sie mich was. Ich würde sagen, wir machen einfach noch mehr Eier rein, aber das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Wir haben so viele Proteine da vorliegen, wir könnten noch viel mehr Luft einschließen. Das heißt, wir müssen sehen, wie wir noch mehr Luft da reinkriegen, aber dann würde irgendwann die Luft auf dem Trockenen sitzen. Damit die nicht auf dem Trockenen sitzt, werden wir einfach noch ein bisschen Wasser dazufügen. Da ist natürlich gut, dass wir jetzt hier Chemiker haben. Zu Hause in der Küche hat man solche schönen Utensilien vielleicht nicht unbedingt. Obwohl wir nur relativ wenig Wasser dazugegeben haben, haben wir fast die doppelte Menge an Eischnee jetzt erzeugt. Das ist die Variante für die Sparfüchse. Die dann das merkt keiner, ne? Ja, super. Dass es jetzt auf einmal nicht mehr durchsichtig aussieht, liegt natürlich daran, dass hier das Licht überall nicht mehr durchkommen kann. Durch eine Lösung kann es ganz wunderbar kommen, wie das Wasser. Hier kann das Licht durchgehen, aber hier ständig gibt es irgendwelche Grenzen, an die es abprallt und deswegen erscheint es dann weiß. Wir können natürlich auch anders aufblasen. Wir blasen dann erst im Backofen auf. Sie hatten Backpulver genannt.
Das wollen wir doch jetzt mal zeigen. Das ist nämlich das Kohlendioxid. Wir haben jetzt hier vorbereitet einen kleinen Versuch. Hier sehen Sie das Backpulver. Und bevor wir das in den Ofen tun, würden wir jetzt erstmal Essig da drauf tun. Weil Backpulver mit Essig fängt direkt an zu schäumen. So, das ist das, was tatsächlich im Ofen passiert. Aber ich glaube nicht, dass Sie Essig in Ihren Tuchen tun, oder? Habe ich noch nie probiert, aber es klingt nicht lecker. Würde ich eher nicht machen. Nee, aber das Schöne ist, dass das Backpulver das auch bei höheren Temperaturen macht. Sie können natürlich, wenn Sie ganz schnell sind, auch Sprudelwasser reintun. Das heißt aber, wenn man kein Backpulver im Haus hat, sonntags spontan, Schwiegermutter kündigt sich an, dann nimmt man einfach Mineralwasser. Dann nimmt man Mineralwasser. Jetzt, damit es auch allen schmeckt, tun wir ein bisschen Zucker rein, ein bisschen mehr Zucker. Sie können mal bestimmen, wie viel Zucker. Och, da haben Sie jetzt was gesagt. Ich glaube, den Kuchen will niemand essen hinterher. Also, ich schätze mal, das waren jetzt 50, 100. Was, ich überprüfe das, ich habe eine Waage da. Oh, so, das waren jetzt sicherlich 250. Oder das war zu wenig. 10 Gramm müssen noch rein. Ah, so. Mal großzügig. So, jetzt tun wir ein bisschen Backpulver da rein und wir tun dann hier unsere beiden Eier da rein. Vorsichtig unterheben, damit wir die Luft nicht gleich rausrühren. Wenn wir die Luft rausrühren, haben wir natürlich überhaupt nichts gewonnen, die wir da so mühevoll reingerührt haben eben. So, jetzt wollen wir das mal versuchen, hier wieder in den Ofen zu befördern. Auf wie viel Grad haben wir denn eigentlich geheizt? Jetzt haben wir auf 180, wir haben es jetzt ein bisschen kühler gemacht. Wir würden uns jetzt hier darum kümmern, dass wir mal endlich zur Sahne kommen, den richtigen Kalorien. Eben hatten wir nur die Proteine, jetzt legen sich die Fetttröpfchen hier drumherum. So, und was passiert jetzt, wenn wir das zu stark schlagen, wenn es zu warm ist, und hier ist es heute relativ warm, dann machen wir als erstes mal Butter. Weil dann verbinden sich diese ganzen Fetttröpfchen zusammen und bilden dann eine Butter. Und wenn man einmal eine Butter gemacht hat, schafft man es davon, auch zur Schlagsahne zu kommen? Nein. Oder man ab hat ein Problem? 13 Grad wird die Sahne zu Butter. Okay. Das heißt, ne, wir müssen einfach sehen, dass wir schnell genug sind, dass die Sahne nicht über 13 Grad geht. Hier ist die Butter ganz wunderbar zu sehen. So, die können wir jetzt auf ein Brot schmieren. Will jemand probieren vielleicht, die Butter, die wir jetzt hier gerade... Ja, da vorne gibt es einen Freiwilligen. Holen wir mal den Kuchen aus dem Ofen. Jetzt haben wir den Kuchen noch so schön gebacken. Der ist so hoch geworden. Ja, ein bisschen zu hoch, oder? Naja, sieht doch toll aus. So. Sieht toll aus. Toll aus. Aber jetzt, dann nehmen wir ihn aus dem Ofen. Mhm. Und was macht er dann? Warum? Wir haben die Poren doch, da ist heiße Luft drin. Wie heiß ist der Ofen? 180 Grad. Das heißt, die heiße Luft braucht ja viel Platz. Dann hole ich den aus dem Ofen, dann kommt die kalte Luft und setzt sich da oben drauf und macht... Also was müssen wir machen? Wir müssen ihn fallen lassen. Wir machen hier Porenstrukturen, damit die heiße Luft jetzt entweichen kann. Eins, zwei, drei. Und wir würden jetzt mal die Kirschen da drauf tun. Erst das Kirschwasser, ach du großer Gott. Das Kirschwasser, vorsichtig. Aber nicht alles auf einmal. Vorsichtig drauf. Platz zu dem Rühren gar nicht mehr heute, glaube ich. Ja, eine schöne Pfütze oben drauf. So, wir geben jetzt die Kirschen da drauf. Solange, bis das hier kalt wird. Super. Ja. Perfekt. So, es fehlen natürlich noch wesentliche Dinge. Die geliebte Schokolade. Damit sind wir am Ende. Die Schwarzwälder Kirschtorte ist fertig. Wir können sie präsentieren. Wir haben eine fast perfekte Schwarzwälder Kirschtorte gebacken.